Ich werde heute als Trainer den neuen deutschen Meister Bayer Leverkusen übernehmen. Und ich werde Trainerin vom FC Bayern München. Und wir beide betteln uns dann in einem Champions League Showdown mit einem klaren Ziel. Die Champions League gewinnen. Jeder von uns beiden bekommt 3 Versuche in der Champions League, wobei der beste Versuch zählt. Und wer am Ende das beste Ergebnis hat, der wird als Sieger gekrönt. Und er darf sich auch noch eine Bestrafung für den Verlierer aussuchen. Sollte es aber nach den 3 Versuchen irgendwie noch unentschieden stehen, wird ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Und um zu bestimmen, in welche Gruppe es geht, müssen wir jetzt beide das Glücksrad drehen. Und für mich geht's rein in Gruppe G. G wie Gruppe. Genau. Für mich hingegen sagt das Glücksrad, es geht in Gruppe C. Wie Zruppe. Genau. Oh, und in meiner Gruppe erwartet Leverkusen Manchester City, die Young Boys Bern und AGF Aarhus. What? Was ist das denn? Aarhus. In Gruppe C sind Real Madrid, Napoli und SC Prager. Das klingt eigentlich gar nicht so einfach. Aber die kenne ich zumindest alle. Aarhus kennst du nicht? Nee. Okay. Und Freunde, Neuanfang. Die Stars, die Fans, die Intensität des Wettkampfs. Tore werden erzielt und jetzt ist der Ladescreen vorbei. Auch top. Und jetzt geht's los. Halt, stopp! Okay, Fabi, ich beginne und es geht direkt mal gegen Napoli. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Der FC Bayern 2-2. Aber auswärts ist das in Ordnung. Meine Leverkusen hingegen geht's am Anfang gegen die Young Boys. Ich meine, Young Boys, das ist eine Gruppe mit Jugendspielern. Die knallen mal weg. 4-1. Das war ein Geschenk. Yes, und damit sind wir Tabellenführer. Man City nur 1-0 gegen Aarhus vorher gewonnen. Aber heute das direkte Duell. Boah, und wenn ich mir meine Mannschaft hier so angucke, alle mit 80-Plus-Ratings, die Jungs sind einer der Top-Favoriten. Ja, aber meine Jungs auch. Das wird man sehen, wenn meine jetzt Man City weghauen. 2-2. Nur ein Unentschieden. Nur? Ja. Das ist top? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Nee. Doch? Und Fabi, guck dir mal meinen Kader an. Ja, tu ich. Aber wobei, was sind das denn für 2 Spieler? Pavlovic und Dyer. Ja, die sind ja nicht ganz 80-plus wie bei meinen Leverkusen. Dann was? Das muss ich ändern. Okay, und Fabi, guck dir das an. Hier kommt Leimer rein. Jawohl, der Österreicher. Und hier... Der Minje. Kim Minje. Jawohl, Eck. Ja, das gucke ich mir jetzt mal an gegen Real Madrid. Ergebnis sagt... Was sagt das Ergebnis? Schlecht. Ergebnis sagt schnell weiter. Oh, und Leverkusen ist wieder dran gegen Aarhus. Und auch das ist kein Problem. Wie denn 4-1? Ja, meine Jungs sind richtig. Bam, 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 bam. Auf Torejagd. Und Leni, in der Tabelle sehe ich, du bist ein bisschen unter Druck. Ja, aber jetzt gegen Prager. Da geht's ab, ich sag's dir. Bringen deine neuen Transfers was? Deine neuen Spieler? Nope. Das ist nicht gut, Leni. Und Fazit nach der Hälfte der Gruppenphase. Das sieht gar nicht gut aus. Aber nur 2 Punkte hinter Napoli, das könnte sich noch ausgehen für dich. Bei mir hingegen sieht es sehr entspannt aus. 7 Punkte schon fast safe in der K.O.-Phase und schon 10 Tore geschossen. Ja, Fabi, wir wissen, dass du gut bist, aber jetzt geht's mal um. Und meine Boys sind auch gut. Ja gut, es ist ja nur Braga, also mal ein bisschen entspannen. Vorhin hatten wir nur einen Unentschieden. Oh, guck mal, Leni, und welcher Gegner gegen mich schon wieder hier wartet? Aarhus. Okay. Oh, dieses Mal kein 4-1. Ich bin enttäuscht. Hab aber immer noch gewonnen, Leni. Naja, und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wer nach 4 Spielen schon safe in der K.O.-Phase ist, kann man sich ein kleines Siegestänzchen erlauben. Yeah. Komm schon, Leni, und jetzt wird Manchester City weggeknüppelt. Na, 1-2 Niederlage. Das hast du dir wohl anders vorgestellt. Jetzt bin erstmal wieder ich dran und es geht gegen Real Madrid. Du musst einen Punkt auf jeden Fall holen, sonst könnte Napoli vorbeiziehen. Keine Sorge, Fabi, das mache ich auch. Das wirst du jetzt... Nee. Yes, 1-0. Wer hat denn das Türchen gemacht? Lucas Vazquez. Das ist richtig bitter. Oh, Leni, aber du hattest richtig Glück. Napoli hat nur unentschieden gespielt und du hast am letzten Spieltag das direkte Duell. Du musst es nur gewinnen. Druck. 3, Druck, 2, 1. Druck, 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 Druck. Ja. Ah, Musiala und Kane, diese Mistsäcke. Und zwar muss der Verlierer den Gewinner am Ende des Videos einmal Huckepack durch den Garten tragen. Willst du, dass ich mir alles breche? Nein. Nee, Fabi, ich möchte lebendig aus dem Spiel rausgeben. Der Verlierer muss später noch am Bestrafungsglücksrad drehen. Na gut. Oh, und hier steht's auch. EA News, FC Bayern mit mäßiger Form. Bei der schlechten Trainerin auch kein Wunder hier. Ich will nicht mehr. Und ich habe, by the way, am letzten Spieltag mit Leverkusen auch noch die Young Boys besiegt. Und wir haben es beide ins Achtelfinale geschafft. Und für Bayern München geht's gegen FC Barcelona. Und für meine Leverkusener, pschuh.
Gegen Arsenal. Und ich lasse dir den Vortritt, Fabi. Ja, ja, ich werde jetzt mal Arsenal wegkloppen. Oh, 0-0, das war langweilig. Und wir hauen jetzt Barca weg. Ja, auch mit wenig Events. Ein Tor von Barcelona habe ich hier nur gesehen. Und jetzt wird's ernst. Rückspiel gegen Arsenal. Bitte, komm! Florian wird zum Patrick Schick. Das ist so big, Männer. Und wir müssen jetzt Barca schlagen. Bitte nicht. 3-3. In der Verlängerung hast du kassiert. Zweimal Frankie de Jong. 4-3 gesamt. Das reicht nicht. Das reicht gar nicht. Und hier die Bestätigung. Der FC Bayern ist ausgeschieden. Und das Gute ist, Freunde, meine Leverkusener sind ja noch weiter im Bewerb und im Viertelfinale einfach gegen Sevilla. Das ist so lucky. Das ist ein Geschenk der Götter, aber das Hinspiel geht verloren. Tja, Freunde, das ist doch ein echter Witz. Ich und der Jonas Hofmann im Rückspiel, aber noch auf die Wende. Es geht um alles oder nichts. Leverkusen, Halbfinale. Halbfinale, Schick und Wirtz. Das ist gut. Und die Übermannschaft Leverkusen im Champions League Halbfinale gegen Paris Saint-Germain. Und das wird jetzt dein Genick brechen, Fabi. Komm, Mama, immer ruhig. Siehst du? Hinspiel verloren. Ich hatte recht. Ja, wir kommen im Rückspiel wieder. Keine Sorge. Leni, Rückspiel. Wünsch mir Glück. Wünsch mir Glück. Wünsch mir. Wirtz in der Verlängerung. Zum zweiten Mal. Er ist einfach der Goat. Das ist einfach ein Witz. Und ihr werdet es nicht glauben, aber erster Versuch. Direkt Champions League Finale gegen Man City. Einmal alles geben, Leverkusen. Oh, das. Ja, das war eine ziemliche Klatsche. Egal. Finale für Leverkusen. Ja. Da muss ich erstmal hinkommen. Aber alles gut, ich habe noch 2 Versuche Zeit. Und für mich geht's jetzt erstmal in Gruppe B. Dort warten Arsenal, Sevilla und Lens auf mich. Und mein Glücksrad, das zwirbelt noch. Und ich hoffe auf eine gute Gruppe. Das ist die Todesgruppe. Gruppe F. Damit sind Paris Saint-Germain, der AC Mailand und Newcastle die Gegner von Leverkusen. Das ist tough. Und für mich geht's direkt mal gegen Lens. Und das war Rückstand easy. Rückstand gedreht. Kane und Coman. Let's go. PSG, hoffentlich wird das schön für dich. Bitte komm. Ja, 3-1-Sieg. Ich liebe es. Ich weiß nicht, warum ich österreichisch rede, so wienerisch, aber Sieg. Woo! Und gegen Newcastle setzt. Last Minute unentschieden. Importante. Und Fabi, jetzt werde ich dir mal zeigen, was gewinnen heißt. 2-0 gegen Sevilla. Jetzt läuft's bei dir ja mit Bayern. Aber bei Leverkusen läuft's. Tabellenführer und Zweiter ist Newcastle. Letzter der AC Mailand mit 0 Punkten und das ändert sich jetzt. Denn apropos, bei Leverkusen läuft's. Es läuft rückwärts und bergab, ne? Aber es läuft. Ja. Bei dir hingegen läuft es bislang richtig gut, aber heute Topspiel gegen Arsenal. Ja, easy, sag ich doch. Du hältst die Führung auch nach dem Spiel weiterhin. Das Rückspiel gegen Arsenal, Fabi, was glaubst du? Oh, wieder 2-1. Ich glaube, wir gewinnen. Das gibt's ja nicht. Boah, meine Gruppe ist eine echte Todesgruppe. Nach der Hälfte ist noch alles offen. Das Ergebnis von dem Spiel ist aber nicht mehr offen. 2-1 Auswärtssieg. So wichtig. Puh, durchatmen. Die Situation sieht jetzt freundlicher aus. Newcastle ein Sieg, dann sind wir eigentlich schon durch. Bitte, bitte, bitte. Leni, du siehst das Ergebnis schon. Ich noch nicht. Oh Gott, 0-1. Ich hasse es. Ich hasse alles. Jo, Fabi, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich bin schon fix in der K.O.-Phase. Du bist einfach 8 Punkte vor dem Zweiten. Hast alles gewonnen bislang. Ja, und die Niederlage ist mir völlig egal. Ist wirklich vollkommen völlig Banane. Für die Banane, ja. Und auch am letzten Spieltag ist mir dieses Unentschieden eigentlich gleichgültig. Aber Leverkusen muss jetzt wieder den Unbesiegbar-Modus einschalten. Man braucht einen Sieg gegen PSG, um in die K.O.-Phase zu kommen. Puh, Jungs, werft alles in die Waagschale. Zeigt, was ihr könnt. Zeigt 1-1. Schick in der ersten Minute getroffen. Wir müssen auf eine Niederlage von Newcastle hoffen. Und wir sehen bei den Ergebnissen, Newcastle hat verloren gegen Milan. Nee. Aber ich glaube, Milan hat uns überholt. Was? Ich weiß nicht. Leverkusen ist ausgeschieden. Mistgrütze. Ja, Fabi, das kann man von meinem Team nicht behaupten. Für mich geht's ins Achtelfinale gegen Inter Mailand. Aber ich darf mich nicht zu früh freuen, denn ich muss es auch ins Finale schaffen. Stimmt, aber das erste Spiel ist halt ultra souverän beim Milan. Und hast du es eben gesehen? Harry Kane in Glanzform. Ist mir wurscht, Bayern haben hier verloren. Oh. Ja, es ist wurscht, du bist weitergekommen, aber wie gesagt, das ist nicht gut für Selbstvertrauen. Und wir sind einen Schritt weiter, Viertelfinale. Und ich bin ultra nervös, Freunde. Schau mal, ob dein Harry Kane in Topform ist. 1-1 auswärts bei Real ist aber super. Ja. Das ist bitter, 85. Joselu. Naja, immerhin dieses Mal ins Viertelfinale gekommen, ne? Ja, es ist amtlich. Wir sind auch ausgeschieden. Damit sieht es vor der letzten Champions League-Saison folgendermaßen aus. Meine beste Platzierung war ein Finale mit Leverkusen. Und Leni, immerhin ein Viertelfinale mit Bayern. Aber zuerst drehen wir jetzt mal am Bestrafungsglücksrad, Fabi. Ja, Wolleck, wir zwirbeln an und es wird ja eher deine Bestrafung vermutlich. Es wird... Der
peinliche. Tiki-Toki, tanzi, tanzi. Und jetzt wird's ernst. Die letzte Gruppe, Fellini. In welche Gruppe wirst du reingezwirbelt? Gruppe A. Und dort warten Manchester United, Copenhagen und Galatasaray. Das ist sowieso die normale Gruppe von Bayern. Und für mich geht's rein. Komm, nur nicht nochmal in die... Ja, okay. Nochmal in die Todesgruppe. Gruppe B. PSG, Milan. Puh, Leni, spiel nochmal eins für dich. FC Bayern gegen Manchester United. Die Red Devil. Das ist ja peinlich, gegen die 0-3 aufs Maul zu bekommen. Und wir hingegen knallen PSG auch nicht weg dafür. No. Nee. Das war nix. Aber ich groove mich ein gegen Newcastle. Okay, ja, das was wird ja was ist denn jetzt gar los? Gar nichts hier. Aber jetzt zu 4-1. Das ist gut fürs Selbstvertrauen. Befreiungsschlag. Aber lieber... Okay, Leverkusen ist auch nicht... Bayer always losen wäre jetzt korrekt, ja. Und Galatasaray sollte leicht für uns sein. Ja. Ist es auch. Easy. Und auch das zweite Spiel gegen Galatasaray gewinnen wir. Ja, und meine Top-Mannschaft von Leverkusen hat sich mittlerweile schon fast aufgegeben. 3 Spiele, noch kein Punkt. Ich hoffe einfach, dass Leni nicht ins Finale kommt. Puh, aber jetzt der erste Punkt. 3-3 gegen wow, Milan. Echt stark. Ja. Kennt ihr so Leute, die beim Händeschütteln die Hand nicht auslassen? Ja, ich kenne so jemanden. Unangenehm, das bist ja? du. So unangenehm, vor allem wenn die noch schwitzen so ein bisschen. Ja, ist unangenehm. Ja, ist... Kennt ihr eine Person, die das wirklich macht? Schreibt jetzt gern feuchter Händedruck unten in die Kommentare. Und Fabi, du musst jetzt Newcastle fertig machen. Newcastle ist easy peasy. Ja, 1-1. Ich bin zufrieden. Wieder am Punkt. Jawolle. Woo! Wuppa! 4-2. Jetzt bist du fix in der K.O.-Phase. Yes. Und am letzten Spieltag geht's für dich jetzt nur darum, die Gruppe zu gewinnen. Haben deine Jungs das Zeug dazu? Antwort ja. Ja, meine Leverkusener werden die Gruppe nicht mehr gewinnen, haben noch gar nichts gewonnen und spielen jetzt gegen PSG, die alle 5 Spiele gewonnen haben. Und Leverkusen ist schon fix draußen und verliert auch das letzte Spiel. Ja, und so schnell geht's, Habi. Und das ist halt wirklich FC24. Einmal ins Finale gekommen mit Leverkusen und dann zweimal in der Gruppenphase ausgeschieden. Wild. Und Gott sei Dank bin ich Gruppensieger geworden, denn im Achtelfinale bekomme ich nur Sevilla. Aber in jeder Runde, Leni, hast du enormen Druck. 1-1 nur. Uff. Mach du's, geh... Das ist ja ein absolutes Meme, du verlierst gegen Sevilla. Das ist ein Witz. Bin ich jetzt weg? Yep, hier die Bestätigung. Aus dem Wettbewerb ausgeschieden. FC Bayern München. Einfach schlecht. Dank Trainerin Leni. Und weil ich verloren habe, muss ich einen peinlichen Tanz machen. Ja, ich weiß nicht, ob es den Tanz überhaupt gibt, aber gut. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und hier gibt's das nächste Video. Viel Spaß. Wir sehen uns.